US-Präsident Joe Biden und seine Stellvertreterin Kamala Harris betreten in Largo im US-Bundesstaat Maryland die Bühne. Gemeinsame Auftritte der beiden sind keine Seltenheit, doch dies ist ihre erste Kundgebung seit der de facto Kür von Harris als demokratische Präsidentschaftskandidatin. Dass nun Harris bei der Präsidentenwahl im November gegen den Republikaner Donald Trump antritt, ist auf den mehr oder weniger freiwilligen Rückzug von Biden zurückzuführen. In Largo sind beide bemüht, einen geschlossenen Eindruck zu machen. It is my eternal and great, great, great. Es wird für mich immer in allen Zeiten eine große Ehre sein, zusammen mit dem großartigsten Menschen und besten Präsidenten, mit Joe Biden, dem Land gedient zu haben. Our President Joe Biden. Folks. Ich habe eine unglaubliche Partnerin. Wir haben so viel erreicht. Sie wird eine verdammt gute Präsidentin sein. Dem 81-jährigen Biden war im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur sein hohes Alter zum Verhängnis geworden. Inzwischen kann Biden offenbar darüber lachen. Ich war ja 270 Jahre im Senat. Ich weiß, ich sehe aus wie 40, aber ich bin ein klein wenig älter. Die ganze Zeit war ich zu jung, weil ich schon mit 29 gewählt wurde. Jetzt bin ich einfach zu alt. I'm too damn old. In landesweiten Umfragen liegen Harris und Trump nahezu gleich auf. In mehreren Swing States hat die Demokratin zuletzt Boden gut gemacht.